Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Neben der neuen Apple Watch Serie 6 habe ich im Apple Store auch direkt eins von den normalen neuen iPads ergattern können. iPad 8. Generation, nicht das neue Air, ne? Dicht die bunten, nein. Das hier ist das klassische Basisding, auch wieder in der absoluten Basisausstattung. 32 GB und nur WLAN in der Farbe weiß oder wie Apple es nennt, ich glaube silbern. Erkennt man auch daran an der Box, ne? Apple iPad ist in silbern geschrieben und das Apple-Logo ist auch in silbern. Und natürlich, das Gerät selber sieht auch so aus. Schöne Nummer, hier habe ich den Vorgänger, die 7. Generation. Und das ist, guck mal hier, Apple druckt tatsächlich die genaue Größe oder die exakte Größe von dem Gerät außen auf die Box drauf. So, dann gucken wir mal rein, ob sich irgendwas beim Zubehör großartig verändert hat. Na, keine Lasche zum Aufziehen. Da muss ich einmal quer über den Tisch und... Haha, die Killerschere des Apple-Todes. So, einmal Ratsch und dann gucken wir einmal, was drin ist. UVP von dem Gerät in dieser Basisversion von 32 GB und nur WLAN. 370 Euro. Ich glaube, ohne die Mehrwertsteuersenkung gerade wären es wahrscheinlich 375. Finde ich auf der einen Seite, nein, finde ich zu teuer dieses Jahr. Vor allem nur noch mit 32 GB. Nö. So, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, ne, ganze Box. iPad füllt die ganze Box auf und es ist halt das alte, gewohnte Design. Ne? 10,2 Zoll, das haben wir den Sprung, haben wir ja bei der 7. Generation gemacht. Aber halt alles andere, ne? Alles andere ist gleich geblieben. Drunter in der Box einmal Papiere, ne? Da drin ist kein SIM-Karten-Tool, ne? Das wäre dann bei der LTE-Version dabei. Aber wir bekommen eine Anleitung wieder, kurz mit der Erklärung, wie komme ich ans Kontrollzentrum, wie wechsle ich, wie komme ich ans App-Dock und wo stecke ich unser Lightning-Kabel rein. Ja, das Gerät hat nach wie vor einen Lightning-Anschluss. Dann das gleiche nochmal in 10 anderen Sprachen, immer ein einzelnes Blättchen. Noch das Kleingedruckte, noch kleiner gedruckt. Was? Keiner Aufkleber? Das kann jetzt nicht sein. Apple, mach mich nicht schwach. 370 Euro und keine Aufkleber? Ich bin da. So, da habe ich aber ganz kurz, wenn die jetzt gefehlt hätten, dann wäre es vorbei gewesen. Aufkleber sind also 2 Stück nach wie vor dabei. Und als Zubehör, unser normal auf USB-C-Lader. Da weiß ich nicht mehr, wie es letztes Jahr aussah. Hatten wir letztes Jahr bei den normalen iPads schon USB-C? Und als Output-Watt steht da was? Ein 20-Watt-Lader. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, der ist dieses Jahr zumindest bei den normalen iPads neu. So, dann USB-C auf Lightning als Anschluss und damit ist die Box auch schon wieder leer. Keine Kopfhörer, keine Adapter, nichts, was da noch beiliegen könnte. Und Adapter braucht man nicht, weil nach wie vor ein Klinkenanschluss, 3,5 mm Klinke ist vorhanden. So, hat sich denn irgendetwas getan? Wir wissen jetzt schon, Größe ist gleich geblieben. Gehäuse ist eigentlich auch genau das gleiche wie letztes Jahr. Holen wir es mal raus. Und dann können wir es direkt mit der 7er Generation vergleichen. Ich lege es mal hin. Klar, das 7er hat jetzt ein paar Flecken, aber ansonsten, es ist absolut identisch. Gleiche Kameramodule, gleiche Tastenanordnung, gleiche Lautsprecher, gleiches Display, also alle Auflösung ist gleich. Selbst die Mikrofone, guck mal hier die Punkte der Mikrofone oben in der Mitte, auf der Rückseite, an der gleichen Position. Und wenn man es einmal ausmacht, dann haben wir es einmal in geputzt und einmal in fettig. Auch da, ne? Touch-ID, alles gleich. Jetzt fragt ihr euch, ja, wo ist denn dann der Unterschied? Der Unterschied ist unter der Haube, denn der einzige Unterschied ist, dass wir hier noch den alten A10-Prozessor drin haben und hier jetzt den nicht ganz so alten, aber immer noch okay, ne? A12-Prozessor haben. Das ist der, der letztes Jahr in der Air-Generation war, also in den iPad Airs. Gar keine Frage, das ist nochmal schneller und ich bleib ja dabei. Und jetzt kommen wir kurz noch zur Preisdiskussion. Für 370 würde ich das nicht kaufen, da würde ich schon hier und da gucken, ob ich nicht, andere Richtung, eher gehe, vielleicht Vorgänger eher oder am besten dieses Jahr vielleicht so eher. Warum sage ich das? Also zu dem Preis,
Aber ich bin sehr sicher, dass der Preis für das normale iPad 8. Generation bei den Händlern Richtung Rucki-Zucki bei 340, 320 und dann 300 und hier und da sogar unter 300 fallen wird. Sehr, sehr, sehr zügig. Und ich bleibe dabei, auch bei diesem Ding, kein anderes Apple-Produkt treibt mir nach wie vor das Grinsen so ins Gesicht, wenn es um Preis-Leistungs geht. Wie wenn man das normale iPad in der absoluten Basiskonfiguration für 300 € kauft. Das ist so ein Preis-Leistungswert, den man dadurch bekommt. Und ich habe es bei der 6er schon gesagt, ich habe es bei der 7er Generation von den Dingern gesagt. Das Einzige, was mich hier und da immer mal wie so ein bisschen, naja, was man im Hinterkopf hat, dass der Prozessor schon was älter war. Hier und da einen Ticken länger braucht, als man es vielleicht sich wünschen würde. Und genau das geht Apple jetzt an. Ne? Und jetzt haben wir hier den A12er drin. Das sollte von der Performance deutlichen Unterschied geben. Keine Sorge, ich werde das aufs Vergleichen. Ich werde Apple Pencil 1 Support natürlich, Bluetooth-Tastaturen. Ich habe aber noch das Apple-Dock ohne Trackpad. Natürlich kann man hier auch problemlos jetzt mit dem neuen iPadOS aus dem letzten Jahr ja bereits die Mausunterstützung machen und. Werde ich alles mir angucken. Aber nach wie vor alles gleich. Gehen wir trotzdem noch mal ganz kurz ums Gerät rum. An- und Aus-Taste oben separat getrennt. Sehr schön. Fingerabdrucksensor im On- und Off-Taste haben wir hier nicht. Das sind die neuen Airs. An- und Aus oben. Mikrofone, Kopfhöreranschluss und Kamera auf der Rückseite genau plan ins Gerät. Also ne, gerade ins. Hier steht nichts rüber. Das Ding wackelt und kibbelt nicht. Dann auf der anderen Seite haben wir nichts, aber diesen Magic Connector bedeutet für das ältere Zubehör. Unten dann Lautsprecher und Lightning-Anschluss. Naja, Rückseite hatten wir ja eigentlich schon. Glänzendes Apfellogo, das. Lass mal gucken. Ja, es kommen immer diese Kratzer rein. Hier noch beim 7er. Sich aber da keine Gedanken machen, wenn ich überlege, wie ich dieses Gerät hier behandelt habe. Natürlich, ich habe es nicht verbogen oder sowas, aber es wurde normal intensiv genutzt und muss ich auch sagen, deutlich häufiger als die Pros. Allein, weil ich es für diesen Preis-Leistung immer wieder gerne in die Hand nehme. Aber wie gesagt, wenn es Richtung 300 geht. Und vor allem, das ist das, was mich so ein bisschen fuchst. Für 370 hätte Apple dieses Jahr definitiv Minimum 64 GB Speicher einbauen können. Ne, es gibt ja noch die Version für einen 100er Pi mal Daumen Aufpreis, vervierfacht sich der Speicher, 32 und 128 GB. Das klingt auf dem Papier gar nicht so verkehrt. Ja und ja, aber trotzdem, 32 als Einstiegsversion finde ich dieses Jahr nicht mehr angemessen. Was ich total, aber überzogen und pervers finde, es kostet fast 150 € um aus der WLAN-Version die LTE-Version zu machen. Und das ist, nein, 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 da muss man ja schon Hardcore-Nutzer sein, das so intensiv nutzen, dass ich mir denke, will ich dann wirklich die Basisversion? Aber wer ein paar Mal die Woche für 10, 20, 30 Minuten unterwegs mal Internet braucht oder sowas, dann macht ein Hotspot, wenn es nicht kein iPhone ist, aber alle anderen Smartphones können das ja heutzutage auch. Ne? Das sollte dann der Akku von eurem Smartphone auch verknusen. Die 150 € ist bei Apple maßlos überzogen und ganz ehrlich, die würde ich mir dann auch sparen. Naja, an der Vorderseite natürlich noch die Frontkamera, durchaus brauchbar. Touch-ID, ne? Fingerabdrucksensor aktuell ganz okay. Nicht laminiertes Display, ne? Ihr hört das fühlt sich hier und da oder hört sich auch ein bisschen hohl an. Ist auch nicht so geil, wenn man die dann mit dem Airs vergleicht oder mit dem Pros vergleicht. Aber wann macht man sowas mal? Oder wann, ne? Es ist vielleicht so, dass die Leute, die wirklich dann hier das Handgelenk drauflehnen und mit dem Stift schreiben, ne? Die merken so, dass es halt sich nicht so cool oder dünn oder nett anfühlt wie bei den höherwertigen iPads. Aber wie gesagt, wenn das Ding wieder Richtung 300 oder um 300 € kostet, dann ist auch das wieder ein 1A-Preistungsknaller, obwohl es nur 32 GB sind. Aber dazu kommen wir beim Test. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!